Dann geht's wieder hoch und hinüber. So, wir haben jetzt übrigens zwei Suchobots. Wir werden vielleicht einen dritten kriegen. Das, wenn wir gerade Ruhe haben, dann kann ich euch ja gleich was zeigen. So, hier sagt er sowieso, dass Ressourcen da sind, dann... Nein, wie ging das? So, jetzt kann ich ihn da hinsetzen. Dieses süße, knuffige Ding hier. Und jetzt was hast du vorher gekriegt? Einfach Ressourcen. Der sucht jetzt einfach Ressourcen. Wolfram vor allen Dingen. Hast du Wolfram gekriegt? Ich hab's nicht ganz genau mitgekriegt, nachdem ich Angst hatte, von Nikromorphs in der Zwischenzeit zerfleischt zu werden. So, wir stellen die Remote mit den... Hab ich, glaube ich, schon gemacht. Egal, ich mach's trotzdem. So. Waffen-Upgrades. Gut, ich habe mir auch zwei Platinen-Slots für Wolfram freigekauft. Boah, deshalb habe ich hier vier Platinen verfügbar. Und hier auch. Hier habe ich sogar für das untere Tool hier ein bisschen was. Ich habe jetzt wieder 26 Wolfram. Nice. Ich hatte 3 zu Beginn der Aufnahme, habe 19 gefunden, was wiederum heißt, dass mir der Bot 4 Wolfram gebracht hat. Mathe. Wir haben auch neue Baupläne. Ich glaube, genau. Die Energiekanone ist neu, die Handwaffe zur medizinischen Hilfe ist neu und Mjölnir. Eine aus Valhalla stammende Waffe. Eine erweiterte Maschine, Maschinenblitzkanone und hydraulischer Hammer. Wird mit gesammelten Teilen, falls vorhanden, hergestellt. Was ich nicht habe. Und ja, die ganzen neuen Sachen, das schauen wir uns alles später an, in ganzer Ruhe. Und ja, wir haben das Fernsteuerrelais, das Remote Relais. Genau. Und damit geht's, würde ich sagen, direkt mal wieder in die Mitte. Ja, sind wir mal unterwegs. Und dann setze ich das auch bombastisch mal ein. Man sieht okay, nichts. Das hat funktioniert. Ja, ich kann die Shuttle wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Moment, wie war das in Chemie? Immer wenn nichts funktioniert hat. So, dann müssten wir... Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr. Moment, zurück. Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Gott, Gott, Gott. So, hier haben wir noch ein paar Halbleiter. Die Crows hier betanken müssen wir nach unten. Ja, genau, hier auf der Seite müssen wir nach unten. Weil das, glaube ich, von der Seite her egal war. Hauptsache durch diese Tür da hinten. Da. Da durch. Da durch. Oh Gott, unsichtbare Wände, wie ich sowas hasse. Das war doch wunderbar, Stasepack. Okay, bist du bereit? Natürlich, ich bin immer bereit. Okay, ach, ja, genau, das war das kleine Kabuff mit der komischen Leiter. Genau. Was ich fast hacken, dass das hier gerade nicht mehr blind ist. Oh Gott. Ich habe trotzdem irgendwie alles vergessen. Ich glaube, hier kam... Ja. Wenn ich irgendwie gerade nicht schnauze da oben. So, kommt da noch was? Hallo? Hallo? War da nicht irgendwas? Ich habe so das Gefühl, dass ich gleich von hinten angetatscht werde, aber zum Glück nicht. So. Warte mal, ich glaube, mit dem Aufzug muss man erst nach unten fahren. Kommt da noch ein Vieh? Ich habe was... für ist dabei. Nee, kommt nichts mehr. Kannst loslassen. Bleib liegen. So. Genau, na? Das war die erste Wand, wo du dich reingespackt hast. Ja, genau. Ich bin nicht ganz in den Aufzug irgendwie reingekommen und dann, ja. So. Dann nehmen wir noch einen Energiewandler. Hier haben wir noch ein Medikit und Munition und Altmetall? Ja, glaub schon. Hab's gerade genommen, aber es hat den Sound gemacht, dass ich es nicht nehmen konnte. Munition so, bei mir zumindest mal. Ja. Okay. Dann sind wir doch soweit mal ready, um hier diese fancy Konsole bedienen zu können. Genau, ja, das war Club. Ja. Halten! Wird gehalten! Warten auf Partner! Mein Partner hält auch! Steht! Dann oh mein Gott, das mal runter tun. Hier ist ein Save Point! So, jetzt müssen wir da manuell, ist das hell, mit der Chinese
das Ding runterziehen, ja, genau. Ja, da haben wir auch lange gebraucht, das letzte Mal. Genau, so. Ja. Ah! Oh, der willst du mich verarschen? Nein, nein, nein. Hab ich schon gehört hinter mir. Ja, friss Elektroschocks, dude. Okay. So. War's das? Ich weiß nicht. Naja, ich glaube, das war's mal wieder. Auf jeden Fall mal durchladen. So, ich wollte gerade sagen, das dürfte jetzt gleich fertig sein. Halt hin. Okay, der Tank ist voll. Versuch's nochmal. Schon besser. Okay, ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung, es könnte heiß werden. Dämliche Uralt-Technik, die taugt rein. Oh Gott. Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Was? Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Okay, ja. Ab dafür, ab dafür, ab dafür. Da war irgendwas, ja. Ich will nicht behaupten, dass ich das letzte Mal sagte, mir sind diese komischen fetten Antriebe nicht geheuer. Das habe ich diesmal leider vergessen zu sagen, aber ich weiß genau, warum die mir nicht geheuer sind. Genau deswegen. Okay, go, 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 go. Ich warte lieber. Woohoo! Werde gerüstet! Wow. Hat funktioniert. Okay. Ich könnte mich auch mal heilen. Okay. Und jetzt den. Oh nee. Oh, nicht du schon wieder. Na, nein, das riskiere ich jetzt gerade nicht. Gut so. Bleib liegen! Okay, go, 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 go. In den Aufzug und. Hoch. Nein, das war die Straße. Nein, runter. Da war ein Leiter. Eingeleitet. Bitte Aufzug. Die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Ja, beginne ja, ja. Mit Systemcheck. Bleib oben. Bitte. Hallo Feuer. Ich hol mal den Aufzug. Ja, bitte, bitte, danke. Wow, Wie kommst du denn hier? So, drück, 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 drück. Boah, es ist gerade von hinter mir vorbeigelaufen. Soll auch mal vorkommen. So, und jetzt. Runter durchrollen geht? Okay. Alter! Du stehst da drin? Ja, ich bin da. Nicht brennen, reinkommen. Ich vor. Sorry. Nicht escapen. Lass mich da rein zumindest. Sorry, sorry. So. Erstmal weg von den Dudes. Das Schleusentor klemmt. Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt! Okay, ich sehe mir den Antrieb an. Stimmt, ja, wir müssen ganz durch und dann wieder. Moment. Nö. Doch? Nö. Wohin? Rat ist mir. Ha! Ja, an dem Vieh vorbei, okay. Achso. Das, kann ich aber nicht dulden. So, hier rein. Bleib liegen, Mann! Niemand mag dich. Schnauze! Ja, ich hasse diese Viecher. Ja, vor allem, weil die nicht sterben. Ja, genau deswegen hasse ich sie, ja. Okay, hier runter. An diesem netten Feuerchen hier vorbei. So. Auf und auf und touch mich nicht an. Ich höre dich doch sehr laut. Ja, genau dich. Und tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Hinter mir brennt alles, vor mir brennt alles, unter mir brennt alles, über mir brennt alles, alles brennt. Aber erstmal in Ruhe looten, ne? Wie man es halt so macht. So. Dann nochmal kurz heilen.
Erarbeitung. Zack. Ist er da. Und ab dafür. Wie oft wir da in der letzten Aufnahme gestorben sind. Ja, irgendwie. Es ist unfassbar. Au. Ah, da war auch was. Oh, die Halle. Ich nehme mal den, jetzt den rechten. Sieht nach militärischer Munition aus. Ich versuche es rauszuholen. Sprengstoff. Oh Gott, sei bloß vorsichtig, Isaac. Ich bin immer noch der Meinung, wenn Sprengstoff irgendwo festsitzt, dann sollte man nicht draufholzen. Isaac, der Shuttle wird jede Minute starten. Was ist mit dem Tor? Der Antrieb hakt immer wieder. Ich versuche ihn so schnell wie möglich frei zu bekommen. Schnauze! Ah! Das sind das viele! Ah! Oh Gott! Der finale Countdown hat begonnen! Isaac! Ich bin ja. Das Scheißteil hat sich im Antrieb verkeilt! Komm, geh drauf! Gott! Das geht doch! Jetzt los. Ah. Oh. Geschafft. Er hat's geschafft. Gut gemacht. Gott sei Dank, Isaac. Okay, dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Isaac? Gerne wir doch. Wir sehen uns, wenn du zurück bist. Aber klar doch. Alter. Was? Und was hat die gerade gemeint? Minen. Das hat die gemeint. Nein. Dass wir uns sehen, wenn wir wieder zurück sind. Und, ich hatte vorgestern diese Befürchtung, dass das wieder so eine Szene ist, wie den Trümmern ausweichen. Ja, aber zum Glück nicht. Vor ein paar Folgen, genau, ja. Zum Glück nicht. Ah, unter mir. Ich höre dich doch. Diese Kackminen. So, wir müssen dahin. Irgendwo? Ich höre doch schon. Ja, wo bin ich? Oh mein Gott! Es ist so verwirrend! In diesem Kack-Weltraum! Weil alles irgendwie ausgerichtet ist. So. Alles schaut irgendwie gleich aus, gell? Personal Docking. Hui! Hui! Ja. Ich bin angekommen. Nein, ich habe keinen Spaß im Weltall. Ich bin angekommen. So, komme. Ja, ich bin nicht. Ich habe nur noch für. Eineinhalb Minuten Luft. Ach, ich noch für fünf. Fünfeinhalb. Jo, ich glaube, wir müssen da hoch. Ach so, ja, in das kleine Weltraum-Dings da. Ach ja, gehen das mal wieder irgendwo. Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt immer noch. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Okay. Rosen, da ist noch wir treffen was. Uns dort. Wenn Sie es sagen. Da waren wir aber schon mal drin. Waren wir das? Ja, das ist Terra Nova. Ah, okay. Da sind wir vor ein paar Folgen durchgelaufen. So, von Anfang gut, an. Ah, jetzt ist das Ding entriegelt. Das ist gut. So, dann... Gehen wir mal rein hier und initialisieren und fliegen mal wieder zur Greeley. Und da wir jetzt eine Talkstange haben, würde ich mal sagen, wir gehen in den Lootraum. Habe ich letztes Mal noch voller Eifer verlauten lassen, aber ja, könnt ihr raten, was los ist. Die Greeley ist dicht. Ist behindert. So. Ab durch die Trümmer, auf zur Greeley. Aha. So. Aber das muss man auch erstmal können. So punktgenau in diese Andockstation reinkommen. Das ist...
Ich vermute mal, da gibt's einen Autopiloten. Ah, und? So, da Chaos. Unten ist dieses Wrack. Kapitel 7, Chaos. Das ist wohl wahr. Okay. Zu diesem Ding müssen wir hin. Ist er das? Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können.